Wer bei seiner Glock den Abzug dahingehend verändern möchte, dass das Kratzen ein bisschen weggeht, wird nicht drumherum kommen, bestimmte Flächen der Abzugsmechanik zu polieren. Das ist jetzt kein Hexenwerk, das ist kein Riesentrambam, das ist einfach nur polieren. Wir gehen auch nicht hin und entfernen nennenswert Material der Oberflächen, sondern es wird einfach nur geglättet, nicht mehr und nicht weniger. Ich bin jetzt hingegangen und verwende dafür die Schlitter Gun Polish Box, weil ich da zwei verschiedene Polituren drin habe. Wir haben einmal eine eher grobe, die tatsächlich Metall entfernen würde. Das ist der Rostentferner, die Politur. Und wir haben eine tatsächliche Politur, mit der ich jetzt diese Arbeiten ausführen werde. Ich habe das bereits bei meiner Glock gemacht, werde aber nochmal ein Stückchen nachpolieren, weil ich noch nicht so 100% glücklich bin. So, und wir nehmen hierfür dann tatsächlich Schlitter Gun Polish. Man kann aber schlussendlich für diese Arbeiten jede x-beliebige Autopolitur verwenden. Wie gesagt, es geht nicht darum, Material zu entfernen, sondern lediglich die Oberflächen zu glätten. Wir brauchen insgesamt, müssen wir drei Bauteile verändern. Wir haben einmal die Schlagbolzensicherung, die wird hier oben nur an dieser Oberfläche hier oben wird die poliert. Dann haben wir die Steuerfeder, die werden wir an dieser gesamten Fläche polieren. Und wir haben das Abzugsgestänge, wo wir die Fläche hier oben polieren werden. Und ich habe dann auch nochmal hier außen entlang poliert, da diese Fläche ja quasi am Rahmen ja auch mit sich bewegt. Und diese Fläche hier oben. Mehr muss da gar nicht getan werden. Ist eine Sache von ein paar Minuten. Und dann fangen wir einfach mal mit der Schlagbolzensicherung an. So, wie gehabt, wer diese Arbeiten ausführt, tut das grundsätzlich immer tutto completo auf eigene Gefahr. So, man kann jetzt hingehen und macht das Ganze mit Wattestäbchen. Das heißt, wir nehmen einfach ein bisschen Politur und polieren. So, und wir sehen anhand des Q-Tips, dass da durchaus minimalst bisschen Material entfernt wird. Klar, da sind ja leichte Schleifpartikel in dem, also Polierpartikel, Schleifpartikel in der Politur vorhanden. Zwischendrin immer wieder mal die Politur entfernen und gucken, wie das Ergebnis so aussieht. Man sieht, das glänzt schon echt wie eine Speckschwarte. Und das macht man letzten Endes so lang, bis man das gewünschte Ergebnis hat. Es bedarf nicht wirklich viel. Ja, wie gesagt, es geht nur polieren. Mehr nicht. Wie ein Babyarsch. Ich weiß nicht, ob man das so tatsächlich hier drauf sehen kann, aber das glänzt schon im Vergleich zum restlichen Material, ja, was eher ein bisschen matter ist, sieht man, dieses Bauteil glänzt tatsächlich sehr schön. Damit haben wir das erste Bauteil schon mal poliert. So, jetzt nehmen wir die Steuerfeder. Die Reihenfolge ist letzten Endes wurscht, aber ich nehme jetzt einfach mal die Steuerfeder. Das ist die 2 Kilo Feder. So, und um das zu machen, lege ich mir jetzt einfach nur, damit ich eine Unterlage habe, wo ein bisschen besser Druck ausüben zu können, ein Hölzchen drunter. Nehme wieder ein bisschen die Politur. Und wir polieren. Ob ihr das jetzt mit Wattestäbchen macht, ob ihr das mit, keine Ahnung, mit dem Lappen macht, das ist euch überlegt. Ich würde nur nicht mit einem Dremel, mit einer Polierwalze dran gehen, weil damit lauft ihr tatsächlich Gefahr, dass ihr zu viel Material von der Stange abtragt. Und dann immer wieder zwischendrin die Politur ein bisschen wegnehmen und kontrollieren. So, hier oben drin wollen wir noch mal ein bisschen, das heißt, ich nehme es mal quer, nehme mal eine frische Seite. So, und was wir letzten Endes machen, ist, wir polieren die Flächen, damit die Stellen, an denen Reibung entsteht, dass die einfach ein bisschen glatter sind. Und damit eliminieren wir so ein bisschen das Kratzen
des Abzuges, was viele auch als störend empfinden. Ich sehe das jetzt nicht unbedingt als ein Tuning an, das ist jetzt einfach nur eine Verbesserung. Und schon sehen wir hier, das sieht auf jeden Fall schon wesentlich glatter aus, als es vorher der Fall war. So, dann wischen wir hier nochmal kurz ein bisschen drüber. So, und dann setzen wir die Feder wieder ein. Wichtig ist bei der Steuerfeder, sie wird deswegen Feder genannt, weil es eben eine Blattfeder ist. Und ihr seht hier, sie erzeugt Druck. Ja, das heißt, diese auch nicht plattklopfen bitte, sondern so lassen. So, jetzt gehen wir ein bisschen an das Diffizilere, und zwar an den Abzug. Auch hier behelfe ich mich einfach ein bisschen mit einem Holzklötzchen, um eine Auflage zu haben. So, nehme wieder ein Wattestäbchen. Und im Grunde genommen geht es eigentlich um dieses Teil hier, aber man kann durchaus das ganze Ding polieren. Aber primär geht es hier um diesen Nocken hier vorne. Und wir sehen, das trägt schon ab und es bedarf nicht viel. Ja, es ist nicht viel, was da tatsächlich poliert werden muss. Es geht nur um die Glättung der Kontaktflächen, sonst nichts. Wie gesagt, ich habe die Arbeiten ja schon gemacht. Das kann sein, dass ihr jetzt ein bisschen länger polieren müsst. Bei mir dürfte das ausreichen, weil eben ich jetzt einfach nur noch mal ein ganz klein wenig nachpoliere. Ja, hinterher, wie gesagt, die überschüssige Politur wieder abwischen, dass da nichts irgendwie in das System mit reinläuft und ihr werdet schon merken, wie glatt das auf einmal ist im Vergleich zum Originalzustand. Ja. So, und dann, wie gesagt, das hier ist ja die Fläche, die an dem Schlag, an der Schlagbolzensicherung entlang reibt, die muss auch ein bisschen geglättet werden, aber nicht viel. Das ist jetzt aber tatsächlich nur hier oben drauf diese Kontaktfläche. Mehr ist das nicht. Und dann sehen wir auch, kommt schon ein bisschen was runter. Ja, wir wollen weder die Geometrie verändern, noch wollen wir Material abtragen, sondern nur glätten. Das ist wichtig. Das sieht mal richtig schön aus. So, und dann können wir die Glock somit auch schon wieder direkt zusammensetzen. Weil mehr muss man tatsächlich nicht tun. Wie gesagt, bei mir geht es jetzt ein ganz klein wenig schneller, weil ich diese Arbeiten bereits durchgeführt habe und jetzt einfach nur noch mal ein bisschen für euch zur Veranschauung und so ein bisschen am Nachpolieren wollte. Also nur ein bisschen nachpolieren wollte, weil die. Ja, es war noch nicht so 100%, wie ich es gerne gehabt hätte. Ne? Schon wieder Gicht an den Finger. So, könnte man sagen, glatt wie ein Babyarsch. So, und ich kann mich auch tatsächlich nur noch mal wiederholen. Solche Arbeiten, wenn ihr sie selber ausführt, sind immer auf eigene Gefahr. Dieses Video dient letzten Endes der Veranschaulichung und sollte nicht für euch als Anleitung herhalten, wie es funktioniert. Aber das sind Arbeiten, da es keine wesentlichen Teile sind in dem Moment, die ihr rein theoretisch selber ausführen dürft.
Holla. So, wichtig bei der ganzen Geschichte ist jetzt auch, die Kontaktfläche von der Steuerfeder muss geölt werden. So, und das ist genau hier oben drin. Und einfach da einen einzigen Tropfen Öl reinsetzen. So, und schon gehen wir ans weitere Zusammensetzen. Ich habe ja schon genug Videos gemacht, wo ich gezeigt habe, wie die Glock hier zusammengesetzt und auseinandergenommen und zusammengesetzt wird. Das heißt, da rede ich jetzt auch nicht wirklich so viel darüber, wie das funktioniert. Selbst der Reset ist jetzt weniger kratzig, läuft butterweich, störungsfrei, sehr schön. Sehr schön. Und somit habt ihr in wenigen Minuten, selbst wenn ihr die Originalfedern drin lasst, den Abzug dahingehend verbessert, dass ihr das Kratzen des Abzuges komplett oder nahezu komplett eliminiert habt. Wie gesagt, ich persönlich habe jetzt hierfür das Schlätek Gun Polish verwendet. Sehr schönes Zeug, auch wenn es darum geht, Oberflächen wieder zu glätten. Trommeln an, gerade so Stainless Steel Trommeln am Revolver, die Brandringe wegzukriegen und so weiter. Ein super Zeug, wenn's und bin super zufrieden damit und habe damit meinen Revolver, zum Beispiel eine 66er, sehr gut sauber gekriegt. Und durch die Politur lassen sich hinterher die Ablagerungen ein bisschen besser entfernen. So, wir machen jetzt nochmal schnell eines. Ich hole gerade mal noch die Abzugswaage. Ein Bekannter von mir, ein Freund von mir, hat mir mal seine Leimen-Abzugswaage geliehen. Und da wollen wir mal hingehen und das Abzugsgewicht jetzt nochmal messen. Das ist bei der Glock, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Wiegen des Abzugsgewichtes immer ein bisschen tricky, weil der Abzug so von der Ergonomie, von der Positionierung mit der Sicherung immer ein bisschen gaga ist. Ja, jetzt kommen wir in den realistischen Wert. 1,6. Wie gesagt, das Problem bei der Glock ist, diesen Punkt zu finden, wo man hingehen kann. 1,8. Ja. Wir pendeln uns hier abzugstechnisch bei etwa 1,6 Kilo ein, was ein ziemlich guter Wert für eine Glock ist, muss ich ganz ehrlich sagen. So, das war eine leichte Modifikation. Wie gesagt, alles auf eigene Gefahr hin. Viel Spaß dabei und wir sehen uns.